So Mario, es war ja erst ein öffentliches Training hier in Wilhelmsburg und die meisten Boxer, die am Freitag boxen, die haben gezeigt etwas hier bei öffentlichem Training und Olaf Ulabi auch, aber du hattest nicht, wolltest nicht dabei sein, sondern du war nur das zum Hallo zu sagen. Richtig, ich nehme ihn ernst. Er ist ein sehr starker Gegner. Ja. Ich unterschätze ihn kein bisschen. Ich bin 100% da. Ja. Die Show und Spaß ist die Zeit jetzt nicht mehr da. Wir haben noch 3 Tage zum Kampf. Ich konzentriere mich, bin 100% fokussiert auf ihn. Ich habe meine Trainingsanheit schon gehabt. Mein Showtraining hatte ich schon. Ja. Ich gehe jedes Risiko aus dem Weg, mich zu verletzen oder irgendeinen Vorteil, dass er hat, dass ich eine Verletzung oder Zerrung hole. Ja. Die Zeit ist vorbei. Jetzt erhole ich mich bis zum Kampf. Gut. Ich bin 100% fokussiert. Ich nehme ihn total ernst. Ich glaube, er nimmt mich nicht ernst. Gut. Das habe ich ja beim Training gesehen. Schwitzt sehr stark. Das Gewicht weiß ich nicht, ob er hat. Ist mir auch egal. Würde ich schade finden, wenn er nicht 100% da ist. Weil ich will mich ja messen. Ja. Und ich will mich gegen einen Gegner, der 100% da ist, messen. Und nicht gegen einen, der nur 80% oder 70% da ist. Klar. Wie es ist mir egal. Ich bin 100% da. Ich gebe mein Bestes. Ich kämpfe gegen ihn. Ich hoffe, dass er das Gleiche tut. Aber für Show ist jetzt die Zeit nicht mehr da. Wie ist der mit Gewicht für dich da? Super, ich bin 90 Kilo. Okay. Kein Problem mit Gewicht. Ich war diszipliniert, jetzt ganz Trainingslager. Ich habe hart trainiert dafür. Mein Gewicht stimmt. Ich habe kein Problem mit Gewicht. Hat er genug Zeit, mich vorzubereiten. Ja. Ich bin sehr diszipliniert. Und ich bin bereit. Und Sparring gut gelaufen, auch alles? Sehr gut. Ich habe länger Sparring als die anderen gemacht. Habe auch früher angefangen. Und natürlich habe ich auch... Ich habe 4 Tage vorher aufgehört als die anderen, damit ich mich besser erhole und richtig Lust wieder bekomme und Kraft bekomme. Und ich habe sie. Ich bin topfit. Also ich freue mich jetzt echt nur noch auf Freitag abzuliefern und das zu zeigen, was ich kann. Ich muss aufpassen, darf nicht über Pacing gehen. Ja. Aber ich denke, ein guter Ding. Du wirst also für eine Überraschung sorgen auf Freitag. Ja, was heißt Überraschung? Ich darf nicht zu viel machen. Ich darf nicht denken, ich bin Mohammed Ali oder sonst was gehen. Er ist ein Fuchs, das weiß ich. Ja. Ich habe eine stabile Doppeldeckung. Soll er sich ausbauen? Der hat ja ein paar Mal geboxt, auch Olaf. Der hat ja ein paar Mal geboxt. Ja, der Olaf hat geboxt, sehr stark. Also ich werde kein Risiko eingehen. Ich werde jetzt nicht denken, ich bin weiß was ich, Gott was. Ja. Das schwebt wie ein Schmetterling im Ring. Das wird nicht passieren. Ich habe mich 100% auf ihn eingestellt und es gibt nur er oder ich an den Abend. Ja. Für mich ist das ein Glühstein. Für mich ist einer der größten Kämpfe, die ich in meinem Leben hatte. So gehe ich auch in den Kampf ran. Ich gebe ihm keine Chance, mich auszunocken oder sonst irgendwas. Ich bin 100% da, fokussiert und bereit, gegen ihn zu kämpfen. Darum habe ich heute auch nicht trainiert. Ich nehme die Sache ernst. Super. Und jetzt bist du lustig unterwegs, aber das ist seine Sache. Super. Kriegen die Nerven blank? Ja, angespannt bin ich schon jetzt extrem. Aber blank, ich meine, wir haben hartes Training, Diät jetzt gehabt. Ja. Ist klar, dass man da ein bisschen nervös und angespannt ist, aber... Aber Lust hast du auch. Klar, ich kann es kaum erwarten, ich würde am liebsten jetzt boxen. Ich merke schon. Also, ich bin jetzt voller Strom, also bin da. Ja. Ich bin jetzt nur noch froh, wenn der Kampftag ist. Dauert nicht ich habe selber so eine Anspannung noch nie gehabt. Dauert nicht so lange mehr. Nee, dauert trotzdem nicht mehr so lange. Ich habe eine hohe Anspannung jetzt auch, hatte ich ja noch nie. Ich habe noch nie so einen Kampf bestritten. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich will nur noch kämpfen. Also. Ich werde alles geben an dem Tag und bin froh, dass es darf. Also das wird dann ein super Freitag. Ich freue mich riesig darauf. Jetzt große, große Spannung, das Anschauen. Ja, eins kann ich versprechen. Also, ich weiß, viele Leute haben mich nicht ernst genommen auf dem Boxsport. Ich kann nur den Leuten eine Sache sagen. Ich habe für mein Ziel, dass ich den Kampf machen darf, hart gearbeitet. Ja. Hart drin, mehr als jeder andere. Keiner war dabei und hat gesehen, wie viel Schweiß und Tränen und Schmerzen vergossen, dass ich da stehen darf. Ich habe es nicht vergessen. Ich werde kämpfen, ich werde mein Bestes geben. Ich werde die Zuschauer nicht enttäuschen. Ich werde mehr als 100% geben und alles, was ich kann. Ob es reicht oder nicht, ich habe schon gewonnen, dass ich oben stehen darf. Klingt klasse. Danke. Freuen uns riesig darauf. Ich mich auch. Viel, viel Erfolg dabei. Drücken wir die Daumen. Danke. Danke dir.